Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Trading-Tipp. Wir haben es hier gerade 19.30 Uhr und das Video sollte eigentlich schon längst kommen, aber ich nehme es jetzt erst gerade auf, da ich immer noch ein bisschen erkältet bin und so weiter. Aber wie gesagt, nächste Woche versuche ich eine Es Müllert wieder Woche zu machen, also jeden Tag eine Folge Es Müllert wieder. Richtig nice, freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es heute einen Trading-Tipp. Ich habe überlegt, was für ein Video mache ich noch, ein Squad-Builder, Karriere oder sowas. Aber nein, dann bin ich darauf gekommen, dass ich mir ja letztens ein Team gebaut habe, nämlich mit diesem Team möchte ich, oder mache ich, es steht eigentlich schon fest, richtig viel Plus, nämlich ein Iren-Team, nämlich Mitte März, glaube ich, ist ja der St. Patrick's Day wieder, also jedes Jahr, und da bringt EA halt immer ein Special Cup raus, ein Spezialpokal, kann man so sagen, wo man halt, ich glaube, letztes Jahr, ich kann euch jetzt mal ein Bild einblenden, letztes Jahr konnte man 20.000 Münzen bei dem Pokal gewinnen und ich glaube, eine grüne Karte zum St. Patrick's Day, ich glaube, Robbie Keane war das sogar. Und ich denke mal, dieses Jahr wird EA wieder auch einen richtig geilen Pokal raushauen. Vielleicht grüne Karten auch oder vielleicht, ich glaube FIFA 14 gab es 15.000 Münzen und dann noch ein 15K-Pack. Also lohnt sich auf jeden Fall, diesen Pokal zu spielen. Aber Teilnahmebedingungen sind natürlich, man braucht ein Iren-Team. Also 18 Spieler von der Republik Irland. Ich habe mir mein Team jetzt schon zusammengestellt, ich habe es jetzt schon, nämlich Jay Given, dann habe ich hier Ward in der linken Verteidigung, in der Innenverteidigung St. Ledger, Duffy, 54 Tempo reicht definitiv aus, weil die Gegner müssen ja auch mit Iren spielen und die Iren sind allgemein nicht so schnell. Dann Coleman, McCarthy, Flute, im linken Mittelfeld White, im ZOM Holahan, im rechten Mittelfeld McGeady, der 5-Sterne-Skiller, richtig nice, und im Sturm Robbie Keen. Die Spiele habe ich ungefähr immer für unter 1000 Münzen gekauft, außer hier White für 1900 Münzen. Also schlagt auf jeden Fall jetzt zu, kauft euch die Iren, weil ich kann euch ja mal ein Beispiel geben. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Transfermarkt, zack, und schaut einfach mal Iren nach. Ihr müsst auf jeden Fall zum R gehen, weil Republik Irland müsst ihr suchen und nicht nur Irland. Und im linken Mittelfeld, da gibt es halt keinen Goldspieler, das heißt, man muss ja einen Silberspieler kaufen und wenn man halt eine Formation spielen will mit linken Mittelfeld, braucht man halt einen linken Mittelfeldspieler und es gibt da eigentlich nur, ja, Rotze, kann man so sagen, außer hier McLean, der ist aber jetzt schon bei 7k und den kann man höchstens für 10k verkaufen, also so richtig Profit kann man mit diesen Spielern nicht mehr machen. Deswegen habe ich mir White geholt. Der kostet, den habe ich für 1900 Münzen gekauft. Also wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn auch noch definitiv für unter 2000 Münzen kaufen. Weil 87 Tempo. Und wenn der Pokal in draußen ist, könnt ihr den Spieler definitiv für 4, 5, 6000 Münzen verkaufen. Also es geht richtig ab. Alle Spieler werden steigen, das steht fest. Die sind jetzt schon ein bisschen gestiegen. Hier, ganz kurz zeigen, 2400, es gibt hier White für 2000 Münzen, also wie gesagt, wenn ihr euch jetzt das Team zusammenstellt, macht ihr definitiv, da steht fest, Riesenprofit, ich denke mal so 30, 40k für ein Team, ihr könnt ja auch 2, 3 ihren Teams erstellen und macht damit halt auch noch mehr Profit, aber ich habe mir jetzt nur ein Team zusammengestellt, Informs kann man natürlich auch kaufen, es gibt ja Shane Long, Second in Form. Der kostet aktuell 40, 50k. Ob der noch steigt, fragwürdig. Aber man könnte es ja riskieren. Da kann man auf jeden Fall auch gut Profit machen. Shane Long hat man auf jeden Fall einen richtig guten Stürmer. Hat 4 Sterne, hat er nicht. 3 Sterne nur, leider. 50k, ob man die investieren könnte? Ja, gute Frage. Ich würde es nicht machen, aber wenn ihr es riskiert, könnt ihr es mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Und ich kann euch noch zeigen, dass die Spieler jetzt definitiv schon gestiegen sind. Nämlich Shay Given. Eigentlich der beste irische Torwart, kann man so sagen. Den hat man früher ja höchstens für 400 bis 450 Münzen kaufen können. Und der kostet jetzt schon über 800, 900 Münzen sogar. Also, es gibt... Wieso sollte man Jay Given spielen in der Barclays Premier League? Das ist garantiert nur wegen den St. Patrick's Day und der wird definitiv noch auf 2k mindestens steigen. Und einfach hier einen Jay Given mitnehmen, ganz schnell, locker easy für 800, 900 Coins, kann man, denke ich mal, nichts falsch machen. Und das war's heute mit dem Trading-Tipp. Wie gesagt, kauft euch irische Spieler,
Das ist hier meine Mannschaft, Patrick, euer St. Patrick, oioioi. Auf jeden Fall, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich kann mich nur entschuldigen, dass das Video heute wieder etwas später kommt. Morgen wahrscheinlich auch. Wie gesagt, der normale Rhythmus wird nächste Woche wieder kommen oder sich einpegeln, sage ich mal. Um 12 Uhr kommen ja meine Videos immer und nächste Woche werden die Videos definitiv wieder um 12 Uhr kommen. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hilft der Trading-Tipp ein bisschen weiter. Beziehungsweise, ja, der St. Patrick's Day ist ja erst Mitte März, aber Mitte März ist schon deutlich zu spät, die ganzen Spieler zu kaufen. Da sind sie schon enorm gestiegen, das kann ich euch versprechen. Ich habe Spiel FIFA schon seit dem zweiten Ultimate Team, also seit FIFA 10 Ultimate Team. Und da war es jedes Jahr so. Jedes Jahr sind die Iren einfach total in die Höhe gestiegen. Und das wird dieses Jahr auch so sein. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Haut da rein. Tschüssikowski.